dem Führerhauptquartier 3. Februar 1943. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahneneid getreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen. Mein Vater kam einfach von dem Stalingrad nicht los. Es war aussichtslos. Also das hat ihn bis in seinen Tod rein also verfolgt. Immer dieses Skrupel und dieses hätte ich und wäre ich und stimmt das und stimmt das nicht. Und dann die Vorwürfe, die man ihm gemacht hat. Also wissen Sie, das hat er einfach nicht mehr verkraftet. Vor den Truppen und den Truppenführern der 6. Armee sowie vor dem deutschen Volke trage ich die Verantwortung, dass ich die von der obersten Führung herausgegebenen Durchhaltebefehle bis zum Zusammenbruch durchgeführt habe. Paulus. Als der frühere Oberbefehlshaber der 6. Armee dieses Bekenntnis niederschrieb, war die Schlacht an der Wolga längst Geschichte. Eine 250.000 deutscher Soldaten erfroren, verhungert, gefallen. Paulus ging in Gefangenschaft und ist bis heute einer der umstrittensten deutschen Heerführer geblieben. Held, Verräter, hitlertreuer Durchhaltegeneral, Opportunist, Schachfigur im Kalten Krieg, der gefangene Feldmarschall vor den Kameras sowjetischer Kriegsberichterstatter. Tiefpunkt einer atemberaubenden militärischen Laufbahn. Zwei Jahre zuvor, 1941. Friedrich Paulus gilt als eine der größten operativen Begabungen im deutschen Militär. Geboren 1890, 1911 Eintritt in eine Infanterieschule. Erlebt den Ersten Weltkrieg im Schützengraben der Westfront. Beginnt den Krieg als Leutnant und beendet ihn als Hauptmann und Stabsoffizier. In der Niederlage 1918 sieht der Soldat und Monarchist eine tiefe Schmach. Im deutschen 100.000-Mann-Heer der Republik von Weimar bleibt er 13 Jahre lang Hauptmann. Der Machtantritt der Nazis eröffnet plötzlich ungeahnte Aufstiegschancen. Es hagelt Beförderungen. Aus dem Hauptmann wird innerhalb von 8 Jahren ein Generalmajor. Im Spätsommer des Jahres 1940 wird Paulus zum Oberquartiermeister 1, die Nummer 3 im Generalstab des Heeres, ernannt. Sein Meisterstück sollte die Bearbeitung eines Planes unter dem Tarnnamen Barbarossa werden. Der Angriff auf die Sowjetunion. Vor der Reichskanzlei in den frühen Morgenstunden des historischen 22. Juni. Der Führer zieht nach monatelangem Schweigen nunmehr in 12. Stunde die noch einzig mögliche Konsequenz mit den Worten: Ich habe mich entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. Grenze wird überall kämpfend überschritten. Barbarossa. Der Feldzug gegen die Sowjetunion ist Realität geworden. Das im Westen erfolgreich getestete Modell Blitzkrieg soll sich nun auch in den endlosen Weiten des russischen Raumes bewähren. Ein als Bauernhaus getarnter Bunker ist erkannt und wird unter Feuer genommen. Nach zähem Ringen ist der Widerstand der Bolschewisten auch in diesem Dorf gebrochen. Der deutsche Angriff im Osten gewinnt rasch an Boden. Der heldenhafte Ansturm unserer Soldaten wird auch hier den Sieg erzwingen. Die entscheidende Wende im Leben von Friedrich Paulus tritt ein, als er im Januar 1942 zum Oberbefehlshaber der 6. Armee ernannt wird. Gleichzeitig wird Paulus zum General der Panzertruppen befördert. Er steht nun vor der Aufgabe, die kampfstärkste Armee der deutschen Wehrmacht zu führen.
Die 6. Armee, die Bezwingerin der Hauptstädte. Warschau, Brüssel und Kiew. Unter seinem Vorgänger, Generalfeldmarschall von Reichenau, hatte sich die 6. Armee den Ruf eines Eliteverbandes erworben. Eine Herausforderung für den Generalstabsoffizier, der bis dahin noch kein eigenes Truppenkommando geführt hatte. Paulus wurde als einer der führenden strategischen Köpfe der deutschen Armee und des deutschen Generalstabs angesehen. Allerdings hatte man immer die Bedenken, ob er als Oberbefehlshaber die gleiche Qualifikation haben könnte, die er als Chef des Generalstabes gehabt hätte. Er ist einer der Armeebefehlshaber gewesen, die solche unmenschlichen Befehle wie den Kommissarbefehl und gewisse Reichenau-Befehle, die also auch über den Rahmen des Zulässigen weit hinausgingen, hat er sofort aufgehoben und hat das nicht gemacht. Er war also wirklich ein integrer Soldat. Wenn ich das Öl von Baku nicht bekomme, dann muss ich diesen Krieg liquidieren, soll Hitler gesagt haben. Er will seinen Kontrahenten Stalin im zweiten Kriegsjahr endlich in die Knie zwingen und sucht die Entscheidung im Süden der Front. Eine riskante Operation angesichts einer maßlos überdehnten Front. Seine Generäle wissen das und schweigen, auch der General Paulus. Weiter geht es dem geschlagenen Feinde nach, dem Kaukasus entgegen. Im April 1942 ist der neu ernannte Armeeoberbefehlshaber auf Heimaturlaub in Berlin-Dahlem. Er ahnt nicht, dass er seine Frau Constance Elena zum letzten Mal sehen wird. Die Wolga, Russlands Schicksalsfluss. An ihrem Ufer die Stadt Stalingrad, ein Verkehrsknotenpunkt und eine Industriemetropole. Wer sie besitzt, hat den Schlüssel zum Kaukasus in der Hand. Ende August 1942 beginnt die 6. Armee unter dem Befehl von General Paulus den Sturm auf die Stadt, die Stalins Namen trägt und für Hitler ein ganz besonderes Ziel ist. Ich wollte zur Wolga kommen, an einer bestimmten Stelle, an einer bestimmten Stadt. Zufälligerweise trägt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen dort losmarschiert bin. Die könnte ja auch ganz anders heißen, sondern nur, weil dort ein ganz wichtiger Punkt ist. Den wollte ich nehmen. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen, warum kämpfen Sie da nicht? Weil ich kein zweites Verdun machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßtrupps mache. Anfang Oktober war die Stadt zu 9/10 in deutscher Hand. Paulus und seinen kommandierenden Generälen wird befohlen, alle verfügbaren Reserven auf die Einnahme des letzten Zehntels der Stadt zu konzentrieren. Für Hitler war die Besitznahme von Stalingrad nicht ausreichend. Für ihn war ja das beinahe ein, auch bildhaft, ein Kampf Hitler gegen Stalin, dass er die Stadt, die nach ihm hieß, nämlich Stalingrad, voll in Besitz nahm. Das war richtig eine Verrücktheit. Die Kämpfe nehmen an Härte immer weiter zu, aber die Truppen kommen nicht weiter. Die Armee hat sich in Straßen- und Häuserkämpfen festgefahren. Seit 2 Monaten kämpft sie schon um die Stadt und die Verluste sind riesig. Stalingrad, die einstige Wolga-Metropole, ist zu einer toten Stadt geworden. Sie ist bis auf einige kleine Bezirke an der Wolga dem Feind entrissen. Überall in den Straßen eroberte Bunker und Barrikaden. Hitler braucht den Erfolg. Da der ausbleibt, hilft die Wochenschau nach. Die deutsche Wehrmacht steht an der Wolga. Wie der Führer in seiner großen Rede sagte,
wird hier ein Jahresverkehr von 30 Millionen Tonnen abgeschnitten. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hinauf. Und das ist das Entscheidende. Die Deutsche Wochenschau, die die Einnahme der Stadt meldete, kam am 19. November in die Kinos. Genau an dem Tag beginnt die Gegenoffensive. Die Armee von General Paulus wird eingeschlossen. Mit der Vereinigung der sowjetischen Stoßkeile bei Kalatsch sitzen rund 260.000 deutsche, italienische und rumänische Soldaten im Kessel. Paulus wird zum Generaloberst befördert und erhält den Befehl, die sogenannte Festung Stalingrad unter allen Umständen zu halten. Die Hoffnung seiner Soldaten auf einen Ausbruch erweist sich als Illusion. Die großartig verkündete Luftbrücke bricht nach kurzer Zeit wieder zusammen. Die Lage wird immer aussichtsloser. Selbstverständlich ist natürlich Paulus als strategisch denkenden und geschulten Mann klar gewesen, dass hier er gewisse Aufgaben als Opfer hat durchführen müssen. Aufopferung um vielleicht das Größere zu verhindern. Aber das gilt nicht für die gesamte Periode. Alles, was nach im Januar geschehen ist und ganz und gar in der letzten Woche, den letzten 10 Tagen, ist ein einziges Hinschlachten gewesen. Anfang Januar 1943 ist das Schicksal der 6. Armee entschieden. Die Rote Armee bietet die Kapitulation an. Paulus lehnt ab und befiehlt Parlamentäre künftig durch Feuer zu vertreiben. Die tägliche Verpflegungsration im Kessel ist inzwischen auf ganze 50 Gramm Brot am Tag herabgeschmolzen. Die Lage der Armee ist hoffnungslos. Täglich sterben Hunderte an Unterernährung. Paulus bittet mehrmals im Hauptquartier um Handlungsfreiheit. Hitler verbietet die Einstellung des Kampfes. Wir sind in dem Keller des Kaufhauses auf Paulus gestoßen, zu Paulus gekommen, um nun die neue Verwendung zu erfragen. Und da war noch festzustellen, dass der Paulus völlig apathisch schon war. Und da war ich so erschrocken, dass ich mir sagte, wie kann es nur sein, dass ein so kranker Mann und so ein handlungsunfähiger Mann hier nach den Oberbefehls haben kann über das Leben und Tod von so vielen Menschen. Er war schon in einer Verfassung, wo er auch mit sehr leiser Stimme und eigentlich wie ein kranker Mann sagte: Bär, Sie wissen am besten, wie es hier aussieht. Nehmen Sie kein Blatt vor den Mund. Schildern Sie die Situation so, wie Sie die kennen. Der General Schmidt sagte mir dann auch noch: Lassen Sie sich ja nicht von Hitler totreden, sondern hören Sie sich das erstmal an und bringen Sie dann Ihre Meldung an Mann. Und Sie haben das Ritterkreuz und haben dem Feind ins Auge geschaut, da können Sie auch Ihrem Führer ins Auge schauen und offen sagen, was los ist. Und dann gab mir Paulus wohl doch schon im Zweifel jedenfalls, wie die Situation in Stalingrad enden würde, für seine Frau ein Schreiben mit. Und ich glaube, da waren seine Ringe drin, die ich später dann auch abliefern konnte. Meine geliebte Koka, du erhältst diesen Brief, wenn mein Schicksal entweder eindeutig entschieden oder für längere Zeit ungewiss ist. Ich stehe als Soldat dort, wo ich jetzt stehe, auf Befehl. Welches mein Schicksal sein wird, weiß ich nicht. Ich muss es nehmen, wie Gott es mir gibt. 31. Januar 1943, vormittags. Seit Stunden umkreisen sowjetische Stoßtrupps den letzten Gefechtsstand der 6. Armee in der Ruine eines Kaufhauses in der Stalingrader Innenstadt. Der letzte Funkspruch aus dem Führerhauptquartier ernennt den 52-jährigen Generaloberst Paulus zum Generalfeldmarschall. Anerkennung des Führers und Aufforderung zum Heldentod. Paulus bedankt sich mit einem vaterländischen Funkspruch, verabschiedet sich mit »Heil mein Führer, Ihr Paulus« und geht in sowjetische Gefangenschaft.
Paulus kam in einer, ich glaube, einen ganz nervösen Zustand. Was damit zu sehen war, er zuckte immer auch mit Auge, mit Mund, also nervliche Zuckung. Aber er beherrschte sich. Er sprach sehr klar in kurzen militärischen Art. Mit ihrem Oberbefehlshaber gehen ca. 91.000 Soldaten, die das Inferno überlebt haben, in die Kriegsgefangenschaft. Eine offizielle Kapitulation der 6. Armee hat es nie gegeben. Ihre Reste wurden zerrieben, zersplittert und in kleinen Gruppen eingesammelt. Im Nachhinein förmlich zu kapitulieren, lehnt Paulus ab. Als Paulus das Zimmer betrat, er machte Heil Hitler Begrüßung und da wurde mir kalt. Ich hatte den Rücken, was, wie werden die sowjetischen Generäle daraus reagieren? Das wird ein Spektakel sein, eine Katastrophe. Aber unsere Generäle waren wirklich auch so mit der Sache beschäftigt und auch in solchen nervlichen Anspannung, dass ich habe das gar nicht bemerkt. The Red Troops advance. Here a quarter million Nazis perished. From building after building they pour out, hands held high. An abject beaten army, the fight all whipped out of them now. From all points they stream in. Supreme humiliation for Hitler's generals give up too. First, Lieutenant General von Daniel and his veteran 376th Division, limping along on frostbitten feet. Next, Lieutenant General Sahn, commander of Hitler's pride, the 100th Division, that blitzed Belgium and France, but not Stalingrad. The biggest catch of all, Field Marshal Friedrich von Paulus, highest and mightiest, and General Schmidt, chief of staff, taken to headquarters of General Schumeloff for questioning. Von Paulus has plenty to answer for. He it was who deported civilians to slavery in the Reich. He, a prisoner now, forbade the taking of Russian prisoners. Berlin claimed he was captured only because gravely wounded. What would the Führer think to see him so healthy and so tranquil? Für die Nazis ist der Niedergang der Armee in Stalingrad auch ein Propagandaproblem. Man entschließt sich, in die Offensive zu gehen. Am 22. Januar notiert Goebbels in sein Tagebuch: Wir haben nun eine einmalige Gelegenheit, eine schlagkräftige Propagandaparole herauszugeben. Die Voraussetzung dafür wäre der Heldentod des Feldmarschalls. Als sich die Nachricht von seiner Gefangennahme auch in Berlin verbreitet, wollen die Nazis das zunächst nicht wahrhaben. Die russischen Flugblätter lassen aber wenig Zweifel zu. Um die letzte Gewissheit zu haben, soll die Tochter von Paulus ihren Vater identifizieren. Ich glaube, wir sind abgeholt worden, wenn ich mich nicht ganz täusche, mein Mann und ich. Es war abends, es war ziemlich spät abends. Und vorher haben wir natürlich nichts gewusst. Wir sind dann hingegangen, wir wussten auch gar nicht, um was sich drehte. Und dann haben sie uns diese, ich weiß ja nicht, wie das übertragen worden ist. Es war ziemlich undeutliche Fotos, also nicht sehr klare Aufnahmen. Wir sollten ihn identifizieren. Und das Gesicht war ja nur von der Seite zu sehen, aber die Hände. Sie hatten ja gehofft, dass er sich umgebracht hat, ne? Die 91.000 Soldaten, die mit ihrem Oberbefehlshaber in die Gefangenschaft gingen, werden in endlosen, tagelangen Fußmärschen in Gefangenenlager weit hinter der Front geschickt. Die meisten von ihnen sterben in den ersten 3 Monaten der Gefangenschaft an Unterernährung und Seuchen. Nur 6.000 von ihnen werden die Heimkehr nach Deutschland erleben.
Je höher der Dienstgrad, desto höher die Überlebenschance. Dem Gefangenenfeldmarschall gilt die besondere Aufmerksamkeit der sowjetischen Behörden. Er wird mit seinem Adjutanten, Oberst Adam, und dem Stabschef der Armee, General Schmidt, Anfang April in das Kloster Suzdal bei Moskau verlegt. Der sowjetische Geheimdienst legt über ihn ein umfangreiches Dossier an. Darin sind auch Abschriften von Briefen des Feldmarschalls erhalten geblieben. In einem der ersten Briefe aus der Gefangenschaft bittet der frischgebackene Feldmarschall um die Nachsendung der Rangabzeichen. An den Militärattaché der deutschen Botschaft in Ankara. Mein lieber Rode, ich bin in Gefangenschaft geraten mit den Sachen, die ich bei mir hatte. Deswegen bitte ich Sie um den Gefallen, mir einige Sachen zu beschaffen. 6 Paar Schulterstücke eines Feldmarschalls, eine Feldmütze mit Schirm für einen General Größe 58, eine Felduniform. Ihr Paulus. Auf späteren Fotos aus der Gefangenschaft sehen wir Paulus ordnungsgemäß als Generalfeldmarschall. Während sich der Feldmarschall im fernen Suzdal mit Rangabzeichen beschäftigt, werden im Reich die letzten Reserven mobilisiert. Totaler Krieg heißt das Schlagwort der Goebbelschen Propagandamaschinerie. Die totale Niederlage von Stalingrad ist kein Anlass zum Umdenken. Der Schritt in ein Leben, das nichts mehr mit ihrem bisherigen zu tun hat, beginnt. Die Pappkoffer werden abgestellt und man trennt sich von den Zivilklamotten. Schon der nächste Tag sieht die Anwärter auf den Marschallstab in 3 Gliedern angetreten. Friedrich Paulus kann sich in den Klosteranlagen von Suzdal frei bewegen, erhält aber keine Informationen über den Kriegsverlauf. Er soll zur Ruhe kommen und seine Situation überdenken. Er lebt in einem goldenen Käfig. Seine Zukunft beurteilt er äußerst pessimistisch. Wenn die Russen siegen, dann werde ich schwerlich in die Heimat zurückkehren können. Und wenn ich zurückkehre, dann als gebrechlicher Altersrentner, den niemand mehr benötigt. Wenn wir siegen sollten, dann werden mich die Russen töten. Sie werden nicht zulassen, dass ich ins Reich zurückkehre. Ein Fotoalbum aus dem Archiv des KGB. Die Bilder zeigen den Alltag und die Umstände, in denen der prominenteste Gefangene der UdSSR damals lebt. Zurückgezogen von dem überwiegenden Teil der gefangenen Offiziere, wird er bevorzugt verpflegt, empfängt Besuche und liest ununterbrochen Bücher aus der vorsortierten Lagerbibliothek. Ende Juli 1943 überrascht die sowjetische Wochenschau die Welt mit einem sensationellen Bericht. Im Kriegsgefangenenlager Nummer 27 in Krasnogorsk wurde kurz zuvor von mehr als 200 deutschen Kriegsgefangenen und Emigranten ein Nationalkomitee Freies Deutschland gegründet. Die Delegierten riefen zum Sturz Hitlers und zur Beendigung des für Deutschland mittlerweile aussichtslosen Krieges auf. Höhere Offiziere oder gar Generäle hielten sich auf Distanz zum Nationalkomitee. Für sie waren dessen Mitglieder Vaterlandsverräter. Auch im Kloster Suzdal werden die gefangenen Generäle und allen voran der Generalfeldmarschall von den sowjetischen Behörden bearbeitet. Sie sollen sich dem Nationalkomitee anschließen. Als schließlich auch deutsche Mitglieder des Nationalkomitees im Kloster erscheinen, um für das Komitee zu werben, kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen unter den Kriegsgefangenen. Paulus selber war der Einzige, der Ruhepol war in dieser Werbeveranstaltung. Und er stand dann auch auf und es ging alles auseinander und wurde dann beschlossen, auf den Stuben weiter zu diskutieren, und Steidler und General Attmann und General von Seidler sollten jeweils in einer Gemeinschaft sprechen und ihre Meinungen sagen, und da wollte diskutiert werden. Und das ist dann auch gemacht worden, aber nicht sehr lange, weil es schon spät abends war. Und dann einen Tag später sind wir wieder nach Moskau zurückgefahren, ohne Paulus. Wir sollten ja Paulus mitbringen und er sollte sich erklären für das Nationalkomitee. Das hat er nicht gemacht. Er hat das, wie es seine Art war, erstmal überlegen wollen. Für fast alle Offiziere gilt der Treueeid in Gefangenschaft weiter. General Lattmann versucht, eine Brücke zu bauen, über die auch Paulus gehen könnte. Wie weit muss die Erkenntnis über die Notwendigkeit, den Frieden herbeizuführen, schon gediehen sein, wenn gerade solche Persönlichkeiten am Handeln gehindert werden,
wiederum mit der Berufung auf den Fahneneid. Denkt man diese Treue bis zu Ende, dann käme man zu dem Schluss, und wenn Deutschland unterginge, der Fahneneid ist unverletzt. In dieser äußersten Konsequenz liegt die Berechtigung, die weitere Bindung an den Eid auch als unsittlich zu bezeichnen. Paulus verhält sich weiterhin zurückhaltend. In konsequenter Fortsetzung meiner Haltung als Armeeführer hielt ich mich auch nicht für berechtigt, aus der Kriegsgefangenschaft heraus, also unter dem Anschein der Zusammenarbeit mit einem Gegner Deutschlands, in das Schicksal meines Vaterlandes einzugreifen. Die militärische Lage ist an allen Fronten für Deutschland hoffnungslos. Das erfährt auch Paulus. Dort wurde eine große Karte aufgehangen. Dort kam ein Generalstabsoffizier von der Roten Armee, Major, mit dem großen Zeichenstab, und hat die Lage an der Ostfront dargelegt und hat gezeigt, dass die Rote Armee schon nahe an den alten deutschen Reichsgrenzen ist und dass Aufklärungstrupps bereits jenseits dieser Grenze operieren. Nun waren wir sehr gespannt, wie Paulus darauf reagieren würde. Und ich muss Ihnen sagen, wir waren wirklich enttäuscht, als er auch damals noch sagte: Trotzdem muss ich sagen, deutsche Truppen stehen noch immer einige Kilometer auf russischem Boden und da kann ich nicht sagen, der Krieg ist verloren. Am 24. Juli 1944 erfährt Paulus vom missglückten Attentat auf Hitler in der Wolfschanze bei Rastenburg. Die militärische Revolte im Reich gibt dem Feldmarschall den letzten Anlass, seine Zurückhaltung aufzugeben. Am 8. August reiht er sich in die Front des Nationalkomitees ein und wendet sich mit einem Aufruf gegen Hitler. "50 Generale aus der Kriegsgefangenschaft heraus, ihr eigenes Volk und ihre eigene Wehrmacht aufrufen, den Krieg einzustellen und die Waffen gegen die eigene Regierung zu wenden, ist sicherlich ein bisher einmaliger Vorgang in der Geschichte der Völker. Wie konnte es so weit kommen? So wird zunächst jeder fragen, der diesen Aufruf hört. Handelte es sich um einen vaterländischen Krieg des deutschen Volkes? Es handelt sich um einen von Hitler mitten im Frieden vom Zaune gebrochenen Raub- und Eroberungskrieg, wie die Welt noch keinen sah, der noch dazu mit Methoden geführt wird, die gleichfalls völlig einmalig sind in der bisherigen Weltgeschichte." Eine erstaunliche Einsicht des Chefplaners für den Feldzug Barbarossa. Die endgültige Erkenntnis, von Hitler verraten worden zu sein, wird von den sowjetischen Betreuern geschickt ausgenutzt. Zielgerichtet beginnt man Paulus mit den Aufbauleistungen des Sowjetvolkes bekannt zu machen. Hitler ist außer sich vor Wut. Der Generalfeldmarschall hat sich auf die Seite des Gegners geschlagen. Da Paulus 2000 Kilometer von Berlin entfernt nicht greifbar ist, rächt sich der Führer an der Familie, die in Sippenhaft genommen wird. Da die Zeiten ja damals schon sehr, sehr wechselnd und sehr schwierig waren, überall kamen sie an. Da sind wir also von Land zu Land gezogen, weil erstmal war der Einbruch der Russen oben in Schlesien, da sind wir weggebracht worden. Dann kamen wir nach Karlsbad 4 Wochen und haben da kampiert und dann sollten wir nach Buchenwald kommen. Dann wurden wir abtransportiert nach Buchenwald. Und Buchenwald war zu voll, da sind wir wieder abgewiesen worden. Und dann kamen wir nach Dachau. Und wie der Amerikaner einmarschierte, sind wir von Dachau weggekommen nach Tirol. Da haben sie uns im Gebirge da oben in einem Hotel untergebracht. Das war mit das Schlimmste, denn es war eiskalt, es wurde nicht geheizt und wir haben fast nichts zu essen gekriegt. Der Krieg endet für Deutschland im Mai 1945 mit einer bedingungslosen Kapitulation. Politische Spielräume für eine Neukonzeption Deutschlands nach dem Kriege durch Deutsche selbst sind nicht mehr vorhanden. In Deutschland herrscht Besatzungsrecht. Das Land ist in 4 Besatzungszonen aufgeteilt. Thank you.
Paulus erlebt das Kriegsende und die unmittelbaren Nachkriegsmonate in der Nähe von Moskau. An seiner Situation als Kriegsgefangener hat sich nichts geändert. In einem Gespräch mit einem Offizier äußert er den überraschenden Wunsch, eine politische Arbeit in der sowjetischen Zone aufzunehmen. Die sowjetischen Behörden führen schon seit einiger Zeit Listen mit Personen, die in ihrer Besatzungszone eine Verantwortung tragen sollen. Der Name Paulus findet sich auf keiner dieser Listen. Anfang 1946 kehrt der Feldmarschall Paulus mit einem Paukenschlag in das Licht der Weltöffentlichkeit zurück. Im Nürnberger Justizpalast sitzen die Sieger des Zweiten Weltkrieges über die deutschen Hauptkriegsverbrecher zu Gericht. In der Vormittagsverhandlung des 11. Februar erklärt der sowjetische Chefankläger Rodenko, dass sich der Generalfeldmarschall des deutschen Heeres Paulus in Nürnberg befindet. Er wird als Zeuge der Anklage im Gerichtssaal erscheinen. Die Sache war die, dass Paulus unter Geheimhaltung nach Nürnberg gebracht worden war. Niemand wusste, dass er kommen würde. Mir wurde telefonisch vom Generalstaatsanwalt Alexandrow Mitteilung gemacht. Er bat mich, eine Totale vom Gerichtssaal aufzunehmen und damit zu ihm zu kommen. Ich ging also zu ihm und dort saß Paulus. Ich kannte Paulus bis dahin noch gar nicht. Er saß da in Zivil und trug einen grauen Anzug. Man zeigte ihm die Fotos. Man zeigte ihm, wo er sitzen würde, erläuterte ihm die Sitzordnung der Angeklagten und fragte ihn, wen er von den Kriegsverbrechern kennen würde. Er sagte, das ist Göring, das ist Hess, dieser hier ist Ribbentrop und zählte sie weiter der Reihe nach auf. Staatsanwalt Alexandrow sagte zu mir, das, was du hier gesehen hast, musst du für immer aus deinem Gedächtnis streichen. Und ich habe tatsächlich bis heute für mich behalten, dass Paulus dort gesessen hat und meine Fotos angesehen hat. Nürnberg, 11. Februar 1946, 14 Uhr nachmittags. Friedrich Paulus auf dem Weg in den Gerichtssaal. Vor einem Monat hatte er eine Erklärung an die Regierung der UdSSR gerichtet, in der er seine Kenntnisse über die Bearbeitung des Barbarossa-Planes und die unmittelbare Vorgeschichte des Feldzuges gegen die Sowjetunion darlegte. Viele andere Kriegsgefangene sehen in dem Verhalten des Generalfeldmarschalls Verrat. Nach Meinung dieser Gruppe ist Paulus nicht weniger schuld als Göring, Keitel oder Jodl. Er selbst will seinen Bruch mit der Vergangenheit vor aller Welt deutlich machen. Es war im Interesse der Zukunft des deutschen Volkes, seiner Rehabilitierung, seines künftigen friedlichen Zusammenlebens mit den anderen Völkern notwendig, dass sich vor dem Internationalen Gericht in Nürnberg ein deutscher Zeuge über das Unrecht der Anstiftung eines Eroberungskrieges, seine unmenschlichen Begleiterscheinungen und seine fürchterlichen Folgen äußert. 3,5 Jahre nach seinem letzten Besuch im Führerhauptquartier tritt der ehemalige Armeeoberbefehlshaber wieder vor seine damaligen Dienstvorgesetzten, Feldmarschall Keitel und Generaloberst Jodl. I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen. And will withhold and add nothing. Dass ich nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. Would you like to sit down? Es war natürlich zuerst große Aufregung, denn ich meine, es waren ja alles Kameraden. Aber nachher haben wir uns gesagt, wer weiß, unter was für Druck Paulus steht. Und mein Mann hat dann geschrieben, ich habe nur Mitleid mit ihm, nicht? Es hat ihm, was ihm vielleicht bei anderen geärgert hat, das hat er bei Paulus, hat er durchaus verstanden. Von den Angeklagten, soweit sie in meinem Blickfeld lagen, die ersten militärischen Berater Hitlers, das ist der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht Keitel, der Chef des Wehrmachtsführungsamtes Jodl und Göring in seiner Eigenschaft als Reichsmarschall, als Oberbefehlshaber der Luftwaffe und als Bevollmächtigter
den rüstungswirtschaftlichen Gebieten. Die Aussagen von Paulus vor dem Internationalen Tribunal enthüllen keine sensationell neuen Details, die für die Anklage verwertbar wären. Sein persönliches Auftreten als Zeuge ist für die Anklage wichtiger als hunderte Dokumente. Er ist der hochrangigste deutsche Belastungszeuge vor Gericht. Und er belastet einige der Angeklagten persönlich. Paulus merkte man die echte innere Bewegung an, als er vor allem über die Vorbereitung des Planes Barbarossa, also des Überfalls auf die Sowjetunion, aussagte, an der er ja selbst beteiligt war, maßgeblich beteiligt war. Also das war schon ein Schuldbekenntnis, aber von einem Mann, dem man abnehmen konnte, dass er diese Schuld auch in irgendeiner Weise innerlich verarbeitet hat. Und das war, glaube ich, Göring, der ihm dann zurief, Verräter. In den Augen der Angeklagten war er ein Verräter. Herr Präsident, ich bitte, mir als Verteidiger des Generalstabes die Gelegenheit zu geben. Der Verteidiger des Oberkommandos der Wehrmacht, Dr. Hans Lattenser, kann in seinem Kreuzverhör das vorgezeichnete Szenario kurzzeitig aufbrechen, mit der Frage an Paulus, was er zum Schicksal seiner Soldaten sagen kann, die sich noch in sowjetischer Kriegsgefangenschaft befinden. Das Veto der sowjetischen Anklagevertreter verhindert schließlich die Zulassung dieser Frage vor Gericht. Der einzige beim Prozess zugelassene deutsche Journalist, Joe Heidegger, versucht Paulus außerhalb des Verhandlungssaales noch einmal nach dem Schicksal seiner Soldaten zu fragen. Und ich bin hinterhergeschlichen und da war eine Pendeltür, durch die er gehen musste und bei der Gelegenheit habe ich von hinten gerufen, Herr General, wie geht es den deutschen Gefangenen? Ich habe also einfach die Frage wiederholt, die im Gerichtssaal nicht zugelassen war. Daraufhin hat er sich umgedreht, hat ein bisschen gelächelt und hat gesagt, es geht den Gefangenen gut, sie können den Müttern sagen, es geht ihnen gut. Dann ist schon der begleitende Militärpolizist zu mir gekommen und hat da abgewunken, das darf ich nicht. Hat dann ein Nachspiel gegeben. Damals wurde ja noch viel mit Fernschreiber geschrieben und da tickerte das, also das ein Verstoß gegen die Regeln war, aber journalistisch ausgezeichnet. Aber sie haben eine Zeit lang erwogen, ob meine Akkreditierung bleiben soll, wegen dieses Verstoßes gegen die Regeln. Die sowjetische Anklagevertretung wertet den Auftritt von Paulus in Nürnberg als vollen Erfolg. Er wird sofort in die Sowjetunion zurückgeflogen, kommt nicht in das Generalslager zurück, sondern erhält eine eigene Residenz. Was man mit ihm noch vorhat, bleibt dem Gefangenen verborgen. In Tomilino, einem Ort knapp 50 Kilometer außerhalb von Moskau, wird ihm eine Villa für den Rest der Gefangenschaft zur Verfügung gestellt. Er ist jetzt praktisch ein persönlicher Gefangener Stalins. Nach dem Tribunal von Nürnberg beginnen ganze Serien von Verfahren, in denen deutsche Offiziere wegen Kriegsverbrechen verurteilt werden. Auch das Schicksal von Paulus ist ungewiss. Wir haben damals natürlich oft auch gedacht, dass die Russen ihn vielleicht natürlich auch hätten erpressen können. Und zwar sehen Sie, es gibt einen Film, ein russischer Film, der wurde uns vorgeführt über Krasnodar. Das ist eine Stadt im Nordkaukasus. Und dieser Film berichtet also von Kriegsverbrechen irgendwelcher Art. Und da wird angeklagt, der Oberbefehlshaber der 17. Armee damals, also der Generaloberst Ruhoff. Und dann kam ein zweiter Prozess, Tscharkow. Und haben wir gesagt, jetzt geht's los, jetzt kommt Paulus dran. Nochmal zu der Zeit, wo Paulus schon Oberbefehlshaber der 6. Armee war. Und da rollte mehr oder weniger praktisch synchron ein ähnlicher Prozess ab. Wer wurde gehängt? Ein Hauptmann oder ein Leutnant und ein Zahlmeister und ein Feldwebel und so was Ähnliches. Da wurde nicht einmal der Name Paulus erwähnt.
meine, nicht abgesehen davon, Paulus ist kein Kriegsverbrecher, der hat also, wer das sagt, also das ist völlig falsch. Aber da haben wir damals vermutet, aha, ist das vielleicht der Tribut für das Auftreten in Nürnberg? Die Lebensbedingungen des kriegsgefangenen Feldmarschalls waren weitaus besser als die jedes anderen gefangenen Generals. Gute Verpflegung, ein Bursche, ein Koch. 1948 schreibt er zum ersten Mal an Stalin persönlich. Er bittet um eine Verwendung beim Wiederaufbau in der Ostzone Deutschlands und um eine Audienz beim Diktator. Paulus vertreibt sich die Zeit mit militärhistorischen Studien und beginnt seine Ansichten über den Krieg niederzuschreiben. Versuche, die Führungsentscheidungen in Stalingrad für sich aufzuarbeiten, außerdem Vorträge vor sowjetischen Generälen. Mit seiner Familie, die in den Westzonen Deutschlands lebt, hat er seit seiner Rückkehr aus Nürnberg Briefkontakt. Seine Frau erklärt sich bereit, bei einer eventuellen Repatriierung in die Ostzone ihrem Mann dorthin zu folgen. Paulus wird immer ungeduldiger. Er möchte eine Aufgabe in der Ostzone zugewiesen bekommen, denn auch davon hängt die Terminierung seiner Heimkehr ab. An seinen Sohn schreibt er: Mein Auftreten vor und nach dem Krieg ist dir bekannt. Nun habe ich mich aus den gleichen Gründen entschlossen, eine Arbeit in der Ostzone zu übernehmen. Nach allem, was Mutti an Schwerem erlebt hat, braucht sie zuallererst Ruhe und Gesundung. Das ist in der Ostzone gewährleistet, im Westen aber auf absehbare Zeit nicht. Ende 1949 erhält Paulus die Mitteilung, dass seine Frau nach schwerer Krankheit verstorben ist. Damit ist die ursprünglich geplante Repatriierung in weite Ferne gerückt. Der Gefangene leidet an Depressionen. Wenig später erleidet er einen Zusammenbruch. Tagelang weigert er sich aufzustehen oder zu essen. Sowjetische Ärzte bemühen sich um den schwerkranken deutschen Feldmarschall. Sie stellen eine ruhende TBC-Erkrankung fest, die aufzubrechen droht. Außerdem leidet er an einer nervlich bedingten Armlähmung. Stalin persönlich genehmigt einen Kuraufenthalt in Jalta für Friedrich Paulus. Er möchte verhindern, dass seine Trophäe im goldenen Käfig stirbt. Nach seiner Genesung schreibt Paulus wieder Repatriierungsgesuche. Die meiste Zeit jedoch zeichnet er und malt Aquarelle. Im Februar 1950 wird der eintönige Tagesablauf in Tomilino durch eine besondere Attraktion unterbrochen. Das Moskauer Spielfilmstudio hat über die Schlacht von Stalingrad einen zweiteiligen Film gedreht. Paulus wusste von dem Vorhaben. Die Filmleute hatten auch deutsche Generäle als Berater konsultiert. Der Film zeigt die Ereignisse an der Wolga als Duell zweier Hauptfiguren, Stalin und Paulus. Начинайте, товарищ Василевский. Господин фельдмаршал, вы пленены частями 64-й советской армии. Der Feldmarschall äußert sich später gegenüber seiner Umgebung sehr anerkennend über die Darstellung seiner Person. Es wäre die wahre Größe eines Siegers, den Kontrahenten ohne Diskreditierung darzustellen. Sein Bursche sagt, diesen Film kann man in Deutschland zeigen. Stalin stirbt im März 1953. Wieder und immer wieder hatte sich Paulus um eine Audienz bei dem Generalissimus bemüht. Sie wurde ihm nie gewährt. Und auf alle Anfragen betreffs seiner Freilassung antwortete Stalin stets, dass er allein entscheide, wann Paulus zu entlassen sei. Jetzt beginnt im Kreml der Machtkampf um Stalins Nachfolge.
Im August 1953 richtet Paulus ein erneutes Repatriierungsgesuch an die Sowjetregierung. Da Stalins Nachfolger befürchten müssen, dass der 63-jährige Feldmarschall in der Gefangenschaft stirbt, wird dem Gesuch schließlich stattgegeben. Am 24. Oktober 1953 veröffentlicht Paulus eine Erklärung, die in der sowjetischen Presse abgedruckt wird. Daran heißt es: Einst kam ich in blindem Gehorsam als Feind der Sowjetunion in ihr Land und scheide nun als Freund dieses Landes. Am gleichen Tag wurde der Leitung des sowjetischen Geheimdienstes in Moskau gemeldet: Paulus, Schulte und Löw sind am 24. Oktober 1953 in Begleitung von Genossen Tschistjakow in einem Schlafwagen erster Klasse mit dem Kurierzug Nummer 3 aus Moskau nach Berlin abgereist. Friedrich Paulus kehrt nach Deutschland zurück, nach Ostdeutschland. Er hat erklärt, freiwillig in die DDR zu gehen. Die sichert ihm Arbeit und die hermetische Abschottung seiner Person zu. Nichts fürchtete der Feldmarschall mehr als Filmkameras und Blitzlichtgewitter bei seiner Ankunft. Am 26. Oktober 1953 trifft Paulus auf dem Grenzbahnhof von Frankfurt an der Oder ein. Seine Ankunft in Ostdeutschland sorgt vom ersten Tag an für Schlagzeilen im Westen. Feldmarschall Paulus in der Ostzone. Übernimmt er den Oberbefehl über die Zonenstreitkräfte? Jetzt wird Pieck sein Führer. Er wird in Frankfurt von einer kleinen Delegation des Verteidigungsministeriums der DDR empfangen. Offiziere und Generäle der Stalingrader Armee, die inzwischen in Ostdeutschland politisch Fuß gefasst haben, begrüßen ihren ehemaligen Oberbefehlshaber in einem Deutschland, das sich grundsätzlich verändert hatte. Gegen 16 Uhr traf dann Paulus ein. Paulus begrüßte jeden Einzelnen, wir standen alle auf dort. Es war, sagen wir mal, ein feierlicher Empfang, kann man nicht anders sagen. Und dann wurde ein einfaches Essen gegeben. Dann, wenn ich so an die kleine Episode denke, es war auffallend von den ehemaligen Offizieren, besonders den Generälen, dass sie noch immer die alte Ordnung, die es in der Armee mal gab, voll einhielten. Ich möchte ein Beispiel nennen. Der Paulus, er fühlte sich natürlich auch dort gegenüber diesen Offizieren als der Chef. Und er organisierte das so, wie das früher im Casino üblich war. Also er sagte: Prost, Wulz. Dann stand der General Wulz stramm auf, das Glas an den dritten Knopf und trank. Und nach ungefähr 5 Minuten stand Wulz wieder auf und sprach Paulus an, bitte gehorsamst nachkommen zu dürfen. Und dann trank er Paulus weiter mit. So ging das der Reihe nach rum. Und ich glaube, die alten Kommunisten, Hoffmann und auch Stoff und so etwas, und ich persönlich muss das ehrlich sagen, war tief gerührt, wie tief das doch alles noch saß. Den neuen Machthabern im östlichen Deutschland bleibt der Spätheimkehrer suspekt. Das Staatssekretariat für Staatssicherheit legt ein dichtes Netz von geheimen Informanten um den Feldmarschall. Für diese Genossen heißt Paulus nun operativer Vorgang Terrasse. Der Aufenthalt von Paulus in der DDR wird von Innenminister Stoff persönlich organisiert. Dem Feldmarschall soll es an nichts fehlen. Eine luxuriöse Villa im Dresdner Nobelviertel Weißer Hirsch wird bereitgestellt. Ein Wachzug der kasernierten Volkspolizei organisiert die Bewachung des Objektes in der Preußstraße. Personal und Bewirtschaftung des repräsentativen Hauses gehen zulasten der Kasse der Offiziershochschule der KVP in Dresden. Auch die umgehende Einladung der Kinder des Feldmarschalls, die in der Westzone leben, wird ermöglicht. Dazu muss Paulus, wie jeder Bürger der DDR, für seine Verwandten eine Aufenthaltsgenehmigung beim Rat des Bezirkes einholen. Naja, wir waren ja damals schon in einer fürchterlichen Aufregung. Sie wissen ja, wie das ist, wenn man von allen Seiten hört, er kommt und er ist schon da und die einen behaupten, er wäre in Berlin und die anderen behaupten, er wäre woanders, aber Dresden hat keiner genannt. Und dann kam effektiv dann doch das Telegramm von meinem Vater. Paulus soll sich in Dresden so heimisch wie möglich fühlen. Es werden weder Kosten noch Mühen gescheut. Selbst die ehemalige Haushälterin aus Berliner Vorkriegstagen wird ausfindig gemacht. Als ich ankam, war niemand auf dem Bahnsteig zu sehen. Bin ich runtergegangen und habe mir ein Taxi genommen und bin zur Preußstraße gefahren.
als ich ankam, musste den Herrn Franke, machte mir jemand die Tür auf und sagte, der Feldmarschall wäre zum Bahnhof. Keine 10 Minuten, als ich im Hause war, da sagt er draußen, du bist ja doch wieder nicht gekommen. Aber der Herr Franke sagte, doch, sie sitzt schon 10 Minuten im Zimmer. Da hat er sich wahnsinnig gefreut. Und ich war anders wie früher. Niedergeschlagener, nervöser. Einmal hat er gesagt, er könnte nichts dafür, dass er noch leben würde. Der Dienstwagen des Feldmarschalls, ein Opel-Kapitän aus westdeutscher Produktion. Der Unterhalt des Fahrzeuges wird zum gelegentlichen Devisenproblem für die KVP-Kasse. Die persönliche Waffe, eine Walter-Pistole, erhält Paulus vom KVP-Chef direkt. Für andere Offiziere der ehemaligen Wehrmacht unvorstellbare Privilegien. Für seine täglichen Belange wird ihm sogar ein junger Offizier als Adjutant zur Seite gestellt. Gemeinsam mit dem Minister bin ich hier runtergefahren und wurde vom Minister vorgestellt als der Adjutant, Sekretär, der vom Ministerium eingesetzt wird für seine Betreuung, zur Arbeit bei ihm. Der Minister hat dann noch dem Feldmarschall Paulus die Frage gestellt, ob er damit einverstanden ist. Mein damaliger Dienstrat war Hauptmann und es gab keine Einwände. Und damit war die offizielle Vorstellung beendet. Ich habe den Feldmarschall Paulus, nachdem der Minister dann, es gab noch Gespräche zwischen Minister und Paulus, nachdem der Minister gegangen war, habe ich den Feldmarschall Paulus mit meiner Biografie ganz kurz meinen Werdegang bekannt gemacht. Hauptmann Beutel wird mit allen erforderlichen Vollmachten für seine Aufgabe ausgestattet. Dazu gehört unter anderem dieser Ausweis, der das ungehinderte Passieren der Zonengrenze ermöglicht. Das erleichtert die Besuchsreisen der Kinder und Enkelkinder enorm. Jedes Aufsehen um die Person Paulus soll vermieden werden. Ich bin mit einem alten Freund von mir bin ich rübergefahren im Auto. Wir haben in Hersfeld übernachtet und sind am nächsten Tag rübergefahren bis zur Grenze. Und wie ich da meinen Pass abgegeben habe, da haben sie gesagt, ich soll warten. Und da sah ich mich schon in sämtlichen Gefängnissen der DDR verschwinden. Das dauerte ziemlich lang. Und dann kam ein Hauptmann von der Volkspolizei, sehr freundlich, sehr korrekt, sehr nett. Und hat uns mitgenommen bis, und da haben wir dann Lenskys getroffen, den General von Lenski und seine Frau. Und dann haben wir dann noch eine Weile gesessen und ich bin dann weitergefahren und der von Jungenfeld ist nach Hause gefahren. Und dann habe ich Papi getroffen, ja, das war dann schon fast abends. Es war schon dunkel. Zu Weihnachten 1953 ist die ganze Familie in Dresden versammelt. Paulus sieht zum ersten Male seine Enkelkinder. In den Gesprächen mit dem Sohn Ernst geht es immer wieder um das Thema Stalingrad und die Verantwortung, die Schuld und die Handlungsfreiheit des Oberbefehlshabers Paulus. Der Sohn wird diese Gesprächsprotokolle später veröffentlichen. Kurz nach Neujahr reist die Familie wieder gen Westen ab. Paulus will sie nicht begleiten. Sein Entschluss, in der DDR zu bleiben, steht fest. Das kann ich auch verstehen, ich wäre auch nicht gekommen. Ich meine, Sie wissen ja, wie die Stimmung damals gegen ihn war. Und das hätte er nervlich gar nicht mehr durchgehalten. Die hätten ihn hier glatt doch von Kali geschleppt. Und dann muss ich eins sagen, ich meine, man kann denken über die DDR, wie man will, aber behandelt haben sie ihn fantastisch. Im Sommer 1954, 9 Monate nach seiner Rückkehr, wird der Feldmarschall der Öffentlichkeit präsentiert. Der ehemalige Generalfeldmarschall Paulus sprach auf einer bedeutenden Pressekonferenz des Ausschusses für Deutsche Einheit. Als ehemaliger militärischer Befehlshaber in einem großen Verantwortungsbereich bin ich angesichts der gegenwärtigen Verhältnisse und im Rückblick auf meine Erfahrungen zu dem Ergebnis gekommen,
dass jeder Weg, der in irgendeiner Form Verbindungen zwischen Ost und West anknüpft und ausbaut, beschritten werden muss. Nur wir Deutschen selbst können über Deutschlands Zukunft entscheiden. Der ehemalige Heerführer als Gegner der Westintegration der Bundesrepublik, heißt das Motto der Veranstaltung, zu der Paulus gebeten wurde. Im Kommentar der Wochenschau taucht das Wort Stalingrad nicht auf. Zum Propagandabild des geläuterten Frontsoldaten passt die Erinnerung an das Trauma der verlorenen Schlacht an der Wolga nicht. Dennoch sollte Stalingrad auf der Pressekonferenz eine Rolle spielen. Der Korrespondent des Hamburger Nachrichtenmagazins Der Spiegel, Karl Friedrich Grosse, legt den Finger in die Wunde. Diese Gelegenheit, bei der Sie der deutschen Öffentlichkeit zum ersten Mal seit Ihrer Rückkehr aus dem Kriege vorgestellt werden, ist gleichzeitig die erste, Gelegenheit haben können, sich zu dem Komplex zu äußern, der das deutsche Volk und auch die ehemaligen deutschen Soldaten seit Stalingrad sehr stark beschäftigt hat. Ich wollte fragen, ob Sie etwas zu diesen letzten Tagen von Stalingrad hier erstmalig vor der deutschen Öffentlichkeit zu sagen haben. Ich darf dazu feststellen, dass diese Darstellung und Behauptung zum großen, fast hundertprozentig eine Geschichtsfälschung schlimmster Sorte darstellen. Es wird hier immer gesprochen, das möchte ich auch einmal feststellen, dass ich die Befehle des obersten Führers der Wehrmacht durchgeführt habe. Es wird aber immer verschwiegen, dass es nicht nur die Befehle des obersten Führers der Wehrmacht waren, sondern auch des Oberkommandos des Heeres und der mir vorgesetzten Heeresgruppe Don. Für den Leiter der Pressekonferenz, Albert Norden, fiel die Antwort zu verhalten aus. Der routinierte SED-Propagandist bringt die Absicht der Veranstalter auf den Punkt. Ich will dazu ergänzend Folgendes sagen. Die Diskussion in bestimmten westdeutschen Organen, auf die der Herr Kollege Grosse angespielt hatte, wurde und wird in Wahrheit darum entfaltet, nicht weil es hier um irgendwelche taktischen, militärischen, strategischen oder was weiß ich für Fehler der Vergangenheit geht, sondern weil es darum geht, einen Mann zu diskreditieren, der die Erkenntnis aus der Vergangenheit gezogen hat und sich heute einem neuen Krieg gegen Osten wie gegen den Westen entgegenstellt. Hier steht nicht das Stalingrad von 1942-43 heute zur Diskussion. Hier steht das neue Stalingrad zur Diskussion, dem die Adenauer und ihre Politiker und einige westdeutsche Journalisten das deutsche Volk entgegenführen wollen. Es herrscht kalter Krieg an der Propagandafront des Jahres 1954. Und für die Strategen des Kalten Krieges ist Paulus nicht mehr als eine Schachfigur auf ihrem Brett. Nach dem Auftritt auf der Pressekonferenz in Ost-Berlin rauscht es im westdeutschen Blätterwald gewaltig. Jetzt steht es für den Westen fest. Paulus steht im Solde Ost-Berlins. Hintergrund der Pressekampagne ist eine Denkschrift des ehemaligen Wehrmachtsoffiziers und Bundestagsabgeordneten Erich Mende. Je mehr die westliche Politik hier in Bonn an Boden gewann, umso stärker wurde auch die Ostintegration der DDR. Kasernierte Volkspolizei, nationale Volksarmee. Und hier sahen wir mit Sorge, dass die Generale, die in Stalingrad in Gefangenschaft gerieten, Vinzenz von Lenski, Lattmann, Dr. Korfes, dass die bereits dort bei der Aufrüstung der DDR eine Rolle spielten. Vinzenz Müller dann noch. Und wenn jetzt Paulus sich gewissermaßen an die Spitze dieser nationalen Bewegung, Streitkräfte nur für Deutsche, von Deutschen, nicht integriert, nicht Ost, nicht West, in einem neutralisierten Deutschland im Sinne der Stalin-Note eingesetzt hätten, hätte es hier sehr viel Verwirrung gegeben. Auf einer Offiziersversammlung über die Situation zwischen den beiden deutschen Staaten war Paulus bis zu seiner Rückkehr nur einseitig informiert. Die Trennung war wirtschaftlich und verwaltungstechnisch längst vollzogen. Beide Staaten begannen mit dem Aufbau eigener Streitkräfte. Vorläufer der ostdeutschen Armee war die kasernierte Volkspolizei, von Beginn an auf Parteilinie getrennt. Im Westen mutmaßt man, Paulus würde hier eine führende Rolle einnehmen. Ein Irrtum, wie sich herausstellte. Tatsächlich war der Aufbau der ostdeutschen Streitkräfte längst abgeschlossen. Ein bescheidener Einfluss des Feldmarschalls ist lediglich in Dresden spürbar.
An der Offiziershochschule, die sein ehemaliger Stalingrader Adjutant Wilhelm Adam leitet, hält er zwei Vorträge. Einer beschäftigt sich mit der Schlacht um Stalingrad, der andere ist eine Analyse des Schliefenplanes. Bevor die Vorträge beginnen, macht der KVP-Oberst Adam zur Verblüffung der Offiziersschüler, dem Zivilisten Paulus, zackig Meldung. Dann ging der Vortrag ganz einfach los. Paulus ist ans Pult getreten und er hat als ein echter Militär, wie man so sagt, den Vortrag gehalten mit wenigen Worten und immer das Treffende gesagt. Also man hatte den Eindruck, jeder Satz ist überlegt und es klang wie eine militärische Berichterstattung, würde man sagen, oder Meldung oder ähnliches. Das war eigentlich so einer der größten Eindrücke, der bei mir jedenfalls haften geblieben ist, weil wir ja in anderen Vorträgen immer Ausführungen gehört haben, die sehr viel drumherum geredet haben. Die militärische Ausstrahlung des ehemaligen Feldmarschalls der Wehrmacht bleibt nicht ohne Wirkung auf die künftige Führungselite der KVP. Wir haben belächelt die, wie sagt man dazu, vielleicht ist das ein bisschen hart gesagt, aber die Unterwürfigkeit Adams gegenüber Paulus, hier bei diesen Vorträgen, anders habe ich es ja nicht kennengelernt, das haben wir belächelt. Und haben, es gab damals einen Film, einen sowjetischen Film über Stalingrad. Und in dem Film kam die Szene vor, wo Paulus Adam auffordert, das Flugzeug zu besorgen. Also Adam, mein Flugzeug. Dieser Ausspruch ging damals rund nach diesem Vortrag. 14. Tankowe Divizie отступает под ударами русских. Адам! Самолет. Die Tätigkeit des ehemaligen Feldmarschalls in Dresden heißt jetzt Leiter des Kriegswissenschaftlichen Forschungsamtes, ein Amt, das extra für ihn geschaffen worden ist. Er ist Angestellter der KVP und seine Studien werden mit monatlich 3.000 Mark vergütet. In Westdeutschland war er schon im Gange. Viele, viele ehemalige Generäle schrieben ihre Memoiren. Und immer mehr mit der Tendenz, wäre Hitler nicht gewesen, wäre der Gefreite nicht gewesen, der keine Ahnung von der Kriegsführung hatte, dann wäre es anders in diesem Krieg gekommen. Also diese Legende wurde ja schon wieder aufgetischt. Und wir waren der Meinung, Paulus ist der Mann, der jetzt dem entgegenhalten sollte und ein Buch schreiben sollte, wie es wirklich war. Und auch die Rolle des Generalstabes, die Rolle der Generäle und so weiter beleuchten sollte. Und diesen Auftrag hat er erhalten. Anfang 1955 tritt Paulus ein zweites Mal in das politische Rampenlicht. Der Generalfeldmarschall des ehemaligen deutschen Heeres ist Gastgeber von gesamtdeutschen Offizierstreffen. Hier soll auch im Interesse der damaligen Deutschlandpolitik Ostberlins eine grenzübergreifende Soldatenfraktion gegen die Westbindung der Bundesrepublik geschaffen werden. Der Geist des Nationalkomitees durchwehte die Veranstaltung. Nach zwei Versuchen wird das Unternehmen eingestellt. Die Vision von einem einheitlichen, neutralen Deutschland ohne Besatzungsmächte hat keine Lobby mehr. Paulus verfocht eigentlich den Standpunkt, dass es ein neutrales Deutschland geben müsste, ein geeintes neutrales Deutschland, das von keiner Seite abhängig war. Paulus hat sehr stark unterstützt die Gedanken von Bismarck, Friede mit Russland. Er war ja von der Idee besessen, dass das also einmal ein deutsches Reich werden könnte, also ein Deutschland werden könnte, nicht zwei getrennte Landstriche, nicht? Und wie er sich das vorgestellt hat, das ist ja ganz logisch. Denken Sie mal, er hat 10 Jahre lang russische Propaganda gehört. Wie es bei uns aussah, hat er keine Ahnung gehabt. Ich bin weder östlich noch westlich, ich bin deutsch, heißt es später in einem Abhörbericht der Stasi aus jener Zeit. Mit dieser Haltung bleibt er in beiden Staaten ein Fremdkörper. Im Osten wird ihm misstraut. Im Westen wird er weiterhin massiv von der Presse als Opportunist und Verräter angegriffen.
dieses Offizierstreffen wurde auch als ein Stück Wiedervereinigungspolitik angesehen. Was können die deutschen ehemaligen Soldaten und die heutigen Soldaten, was können die Veteranen tun, um das Auseinanderdriften der beiden Teile Deutschlands nicht noch zu verstärken? Wo können wir Verbindungselemente schaffen? Und dazu gehörten auch solche Treffen, die, wie gesagt, mit Misstrauen hier im Westen dort betrachtet wurden, wo man einen Missbrauch der gesamtdeutschen Idee für den Kommunismus, also für die sogenannte Volksdemokratie Deutschland, befürchtete. Ich glaube nicht, dass die leidenden Mitglieder des Politbüros, der Partei und so weiter, dass die dieser Frage eine Bedeutung beigemessen haben. Im Gegenteil. Sie haben, glaube ich, alles getan, damit der Einfluss solcher Menschen auf die Entwicklung der DDR nicht zu groß wird. Nach dem Scheitern der Offizierstreffen müht sich Paulus 1955 noch ein letztes Mal auf der politischen Bühne. Er bittet um die Freilassung der restlichen Kriegsgefangenen im Osten. Ministerpräsident Grotewohl macht dem ehemaligen Heerführer klar, für wen er sich da einsetzt. Bei den Angehörigen der faschistischen Armee, die sich heute noch in der Sowjetunion befinden, handelt es sich um Kriegsverbrecher, die ihre Strafe verbüßen. Mit vorzüglicher Hochachtung, Otto Grotewohl. Auch diese Initiative des Feldmarschalls ist von der politischen Entwicklung schon überholt. Die Sowjets wägen genau ab, in welchem der beiden deutschen Staaten sie mit der Entlassung der letzten Gefangenen mehr Sympathiepunkte sammeln können. Da die DDR als Bündnis- und Wirtschaftspartner sicher ist, entscheidet man sich für die Bundesrepublik. Nach diversen diplomatischen Sondierungen darf Bundeskanzler Adenauer im Anschluss an seinen Moskau-Besuch 1955 vermelden, ihm wäre es gelungen, die letzten Kriegsgefangenen heimzuholen. Wir grüßen die Heimat, steht an dem Güterwagen. Und die Heimat grüßt ihre Söhne. Im Frühjahr des Jahres 1956 werden die ersten Divisionen der Nationalen Volksarmee aufgestellt. Nach der Bundeswehr eine zweite deutsche Armee. Die Antwort der DDR und des Warschauer Paktes auf die Pariser Verträge. Der Status quo zwischen den beiden deutschen Staaten wird zementiert. Die politische Vision von Friedrich Paulus ist endgültig gescheitert. Soldaten und Offiziere unserer Volksarmee, die auf Wacht für den Frieden und die Sicherheit unserer Republik stehen. Paulus zieht sich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Brieflichen Kontakt hält er nur noch zu ehemaligen Militärs in Ost und West. Auch als es um den berühmten Feldmarschall zunehmend ruhig wird, wagt er sich immer noch nicht zu seinen Verwandten in das westliche Deutschland. Der wäre sicher sehr gerne bei uns gewesen hier, das ist doch klar. Also da ist da nichts zu wollen, aber das war einfach nicht möglich. Wegen der öffentlichen Meinung. Ja. Und zwar, die war so penetrant. Also, und ach Gott, was hat er auch für Briefe von hier gekriegt, die ja nicht gerade sehr freundlich waren. Also, wissen Sie, der Mann konnte nicht mehr. Der war ein Nervenbündel. Das Scheitern seiner politischen Vision im Osten, die unausgesetzten Vorwürfe im Westen und das Trauma Stalingrad nagen an der angeschlagenen Gesundheit. Im Frühjahr 1956 stellte sich zunehmend ein Muskelschwund in der rechten Hand, im rechten Arm ein. Und es wurde teilweise auch, es war wie ein kleiner Schlaganfall, denn er war auch vorübergehend sprachbehindert. Wenig später wird die Krankheit diagnostiziert. Paulus leidet an einem organischen Hirnleiden, welches bei völliger geistiger Klarheit zur Lähmung aller Muskelbewegungen führt. Die Ärzte sind machtlos. Der hat nie geklagt, wie um was. Einmal kam ein junger Offizier, da musste ich hoch, und weil der verstand ihn nicht mehr. Ich war ja nur jeden Tag bei ihm, da musste ich dem Antwort, was er sagen wollte, der Herr Paulus. Und da hat er nur zu dem noch gesagt,
Der junge Mann, der Offizier, hat gefragt, was er noch für ihn tun könnte. Da hat er nur geantwortet, machen Sie mich doch wieder gesund. Also so wie die den behandelt haben, das hätte hier keiner. Obwohl sie ja natürlich überhaupt nichts mehr von ihm hatten, gar nichts. Am 1. Februar 1957 stirbt Friedrich Paulus in Dresden. Die Trauerfeier für den Feldmarschall findet 5 Tage später in Dresden-Tolkewitz statt. Neben den Angehörigen nehmen an ihr auch eine Delegation des Nationalrates der Nationalen Front und des Ministeriums für nationale Verteidigung der DDR teil. In den veröffentlichten Nachrufen wird Paulus als Patriot gewürdigt, der sich für das bessere Deutschland entschieden hatte. Die Zeitung Neues Deutschland schreibt, der Feldmarschall hätte mutig den Weg beschritten, der in das neue Deutschland und in die Demokratie führt. Intern hatten die DDR-Behörden den Feldmarschall bereits ein halbes Jahr vor seinem Tod abgeschrieben. In einem zusammenfassenden Auskunftsbericht des Ministeriums für Staatssicherheit heißt es resümierend, es wird ersichtlich, dass er keine Tätigkeit zum Aufbau, zur Ausbildung und Führung der NVA ausübt oder ausgeübt hat. Lediglich wird aus Mitteln des Ministeriums für nationale Verteidigung der Unterhalt durch eine Scheinbeschäftigung bestritten. Am Tag der Trauerfeier schließen die Genossen des Staatssicherheitsdienstes die Akte OV-Terrasse. Für die DDR ist der Feldmarschall bis zuletzt ein Fremdkörper geblieben. Gerade Soldaten sind in unserem Jahrhundert in tiefe Verstrickung geraten und haben vermutlich die totalitären und diktatorischen Kräfte gar nicht richtig eingeschätzt, durch die sie missbraucht wurden. Für mich ist jeder Soldat, der in der Vergangenheit in solche Situationen gekommen ist, wie Paulus, kein Verbrecher, sondern eine tragische Figur, für die man oft nur Mitleid haben kann, aber keinen Hass. Ob der Feldmarschall Paulus sich wirklich einen Gefallen getan hat, wenn er in die Gefangenschaft ging und alle diese Zeiten erlebt hat, in Russland, in Dresden, am Nürnberger Kriegsverbrechertribunal, ist eine Frage, die man sich stellen kann. Friedrich Paulus wurde 66 Jahre alt. Er starb am 14. Jahrestag der Niederlage von Stalingrad. Thank you.